Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Habe ich es kaputt gemacht? Eine einfache und simple Möglichkeit, seine Werkzeuge einzuspannen, bietet uns der sogenannte Morsekonus. Was du unbedingt beachten musst, wenn du mit diesem Werkzeug arbeitest und was du tun kannst, solltest du dieses Spannmittel beschädigt haben, das verrate ich dir in diesem Video. Darüber wird nämlich aus gutem Grund nicht so oft gesprochen. Viel Spaß dabei. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich meine, ist das nicht geil? Hier, Vierzack-Mitnehmer, zack, eingespannt, fertig, du kannst loslegen. Oder hier, Bohrfutter, zack, eingespannt, fertig, du kannst loslegen. Du brauchst nicht schrauben und machen und tun, einfach rein damit und Attacke. Also viel effektiver geht es ja wohl kaum. Der Morsekonus dient dazu, Drehmomente zu übertragen, indem wir diesen kleinen Kegel hier in die Spindel hier eintreiben oder reinführen. 1864 wurde der Morsekonus von Steffen Morse, einem alten Namensvetter von mir, erfunden. Ja, und seitdem hält das Bauteil wirklich Einzug in sämtliche Maschinenbauteile und erleichtert uns letzten Endes das Leben. Aber man muss sich mal vorstellen, was damals notwendig sein musste, um den perfekten Winkel hier zu finden. Ich meine, was passiert, wenn wir einen Winkel haben, der viel zu flach ist? Das heißt, wenn wir so einen Winkel haben, ja, da ist nichts mit Drehmomentübertragung, dann fliegt das Teil wieder sofort raus und funktioniert nicht. Was passiert, wenn wir einen viel zu flachen Winkel nehmen oder viel zu steilen Winkel? Ja, dann treiben wir das rein und kriegen das unter Umständen nie wieder raus. Das heißt, dieser Winkel hier, der musste gefunden werden, der wirklich ideal ist, um damit ja, sehr gut arbeiten zu können. Aber was musst du beachten, wenn du mit einem Morsekegel arbeitest? Jedes Mal, wenn du ein Werkzeug hier einführen willst, musst du das sauber machen. Und zwar sowohl das Bauteil als auch das Bauteil da drin. Und zwar wirklich jedes Mal. Da darf kein Staub sein, da darf gar nichts drin sein. Erst wenn das sauber ist, dann kannst du das spannen. Wie mache ich das sauber? Ja, das kann man einfach mit der Hand sauber machen. Das da drin würde ich jetzt nicht mit dem Finger sauber machen, auf gar keinen Fall. Nehm da irgendeine Zahnbürste, das sollte jeder zu Hause haben. Maschine laufen lassen und dann ein paar Mal rein und dann ist das Ding sauber und dann kannst du da ein x-beliebiges Werkzeug mit MK2-Aufnahme natürlich einspannen. Dieser Schwung übrigens, also richtig mit Schwung da rein, das reicht vollkommen aus. Du brauchst ja nicht mit einem Schonhammer oder irgendwas dagegen zu knallen. Das reicht aus, damit diese Haftung da ist, damit das Bauteil sicher gespannt ist. Was mag das Teil überhaupt nicht oder diese Einspannmethode? Übrigens, hast du schon den Kanal abonniert? Nein? Warum? Diese Einspannmethode mag es überhaupt nicht, wenn Radialkräfte da drauf kommen. Das heißt, wenn Kräfte in diese Richtung drauf kommen, ohne dass Axialkräfte noch vorhanden sind. Das heißt, wenn das jetzt so eingespannt ist wie hier und hier kommt eine Kraft drauf, dann wird das Teil sich selbstständig lösen. Und wenn das passiert, während die Maschine rotiert, ja, dann kannst du die Spindel da drin beschädigen. Ich demonstriere dir das mal. Also ich spanne das hier ein, wie ich das normalerweise auch einspannen würde. Und jetzt kriege ich das nicht mehr raus. Und siehst du das? Also ich kriege das so nicht raus. Die Selbsthaftung ist gegeben. Jetzt nehme ich mir hier ein kleines Hämmerchen und werde einfach mal so ein bisschen drauf rumdoktern oder dran rumdoktern. Und ich schlage das, wie du siehst, nicht extrem stark drauf. Das war's. Also das mag der Konus überhaupt nicht, wenn sogenannte Radialkräfte da drauf kommen. Und das musst du unbedingt beachten, denn dir kann Folgendes passieren. Stell dir vor, du drechselst da fleißig drauf los, hast das Bauteil eingespannt, hast dir hier die mitlaufende Zentrierspitze gegen dein Werkstück hier draufgesetzt, drechselst los und vergisst, die Pinole hier nachzuspannen. Die Pinole musst du immer nachspannen, wenn du drechselst. Ich sag mal, alle 5 oder 10 Minuten musst du das nachspannen, insbesondere wenn du frisches, nasses Holz drechselst. Dann musst du das auf jeden Fall nachspannen, denn irgendwann hat sich diese Spannung gelockert und wir haben hier quasi keine axiale Kraft in diese Richtung. Aber trotzdem haben wir halt diese radialen Kräfte, die durch die Unwucht beim Drechseln entstehen und dann kann sich dein
Vielzack oder der Vierzack-Mitnehmer lösen und die Maschine dreht ja weiter. Die sagt ja nicht, ach, der Kollege ist lose, ich halte jetzt an. Nee, die wird immer weiter drehen und wird dir dein Konus hier beschädigen. Musst du wirklich drauf achten. Was sollte man tun, wenn man das getan hat, was man eigentlich nicht tun sollte? Also nehmen wir mal an, du hast deinen Morsekonus jetzt beschädigt. Das ist natürlich blöd. Das wünsche ich keinem. Aber es gibt da einige Möglichkeiten, was du machen kannst. Du kannst weiterhin drechseln natürlich. Allerdings kannst du den Konus erstmal nicht benutzen und ich würde dir auch davon abraten. Du kannst natürlich weiterhin ein Drechselfutter verwenden und das hier einspannen. Dann kannst du einen sogenannten Stäbcenter verwenden. Ich verwende hier diesen Stäbcenter, verlinke ich dir, falls du da Interesse dran hast. Geiles Teil. Und dann kannst du diesen Stäbcenter hier einspannen in dein Drechselfutter und kannst damit ja, weiter drechseln. Das heißt, das ist dein Vierzack-Mitnehmer-Ersatz, wenn du so willst. Du kannst es natürlich auch reparieren. Und das ist etwas, worüber nicht so oft gesprochen wird. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt ein Werkzeug, was du hier einsetzen kannst, um den Kegel da drin wieder zu reparieren. Aber der Einsatz des Werkzeugs ja, erfordert ein gewisses technisches Verständnis. Du musst ein bisschen wissen, was du tust. Und deswegen zeigen das viele Hersteller nicht oder verkaufen dieses Werkzeug nicht, weil die Befürchtung haben, dass du das noch mehr kaputt machst. Aber ich sag mal so, wenn der Konus sowieso schon beschädigt ist, ja, was kann man da noch viel mehr kaputt machen? Also das ist etwas, was ich dir jetzt gleich zeigen werde, ohne Gewehr natürlich. Achte darauf, dass du das wirklich vernünftig und sicher machst. Wenn du dich da nicht rantraust, dann mach das besser nicht. Übrigens, viele Informationen, die ich dir jetzt quasi erzähle, oder einige Informationen, das habe ich aus dem Drechsler-Magazin der Ausgabe, was ist das? Ausgabe 63, da kannst du mal nachblättern und einiges draus ziehen. Aber das mit dem Werkzeug, was ich dir gleich zeigen werde, ist dort auch nicht enthalten, aus dem gleichen Grund, weil man möchte nicht, dass die Leser oder die Kunden da halt noch mehr Mist bauen. Was kannst du tun, wenn du deinen Morsekonus kaputt gemacht hast? Da werden wahrscheinlich einige Kommentare kommen. Ja, du kannst doch die Spindel tauschen. Spindel tauschen. Alter, viel Spaß, weil die Spindel, die ist hier so fest drin, da musst du die halbe Maschine letzten Endes auseinandernehmen. Das ist wahrscheinlich das Bauteil, was am kompliziertesten auszubauen ist, nämlich die Spindel. Also die ist hier verpresst auf beiden Seiten, da musst du die Lage irgendwie auspressen, da musst du es wieder einpressen. Also ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Sag ich dir ganz ehrlich, es gibt die Methode, die ich gleich zeigen werde, die ist deutlich entspannter und angenehmer. Das Werkzeug, was du brauchst, um den Konus hier innen drin oder die Spindel wieder zu reparieren, heißt Reibahle. MK2, also Morsekonus 2 Reibahle. Damit kannst du den Konus hier reparieren. Und das ist jetzt sehr praktisch, weil ich habe das Werkzeug selber nicht. Ich werde dir das anhand eines Ersatzwerkzeugs zeigen. Und zwar das Teil hier. Ist ja auch egal, weil letzten Endes geht es hier um das Prinzip und das werde ich dir gleich zeigen. Übrigens, wenn du nach so einer Reibahle schaust, kauf nicht das billigste Teil. Ich habe die Befürchtung, dass wenn du so eine Reibahle für 10 Euro kaufst, wo gleich zwei Stück schon drin sind, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Toleranzen aufweist, die es haben sollte und ob es wirklich auch aus einem guten Stahl gefertigt worden ist. Ich vermute mal nicht. Es gibt zum Beispiel von DNS, da kannst du mal vorbeischauen, ich kann dir da auch einen Link reinpacken. Das Teil sieht vernünftig aus. Das könntest du dir unter Umständen zulegen, wenn deine Maschine beschädigt ist. Also MK2 Reibahle brauchst du. Nehmen wir mal an, das ist eine MK2 Reibahle. Dann brauchst du ein bisschen Schneidöl und einen Maulschlüssel, passend zu der Schlüsselweite der Reibahle. Als erstes müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Pinole hier wirklich axial ist zu unserer Spindel. Das heißt, das muss beides fluchten, weil wenn das hier natürlich irgendwie schräg ist, dann funktioniert die ganze Zauberkunst hier nicht. Du nimmst die Reibahle und beölst sie wirklich großzügig mit unserem Schneidöl. Zu viel gibt es da nicht. Hau da ordentlich was drauf. Dann führst du das in die Spindel ein. Kurzer Nachtrag. Natürlich musst du die Maschine vom Netz trennen
Und die Spindel musst du auch arretieren. Dann nimmst du die Zentrierspitze und bei der Reibale gibt es hier so einen Zentrierpunkt. Und genau da kommt unsere Zentrierspitze rein, wird festgesetzt. Dann nimmst du den Schlüssel bzw. gibst erstmal ganz leichten Druck hier auf unsere Reibale. Aber auch wirklich nur ganz leichten Druck. Wirklich hauchfein. Und dann nimmst du mit deinem Schlüssel und drehst das einmal um 360 Grad. Dann gibst du ein bisschen mehr Druck auf die Pinole drauf und drehst das wieder einmal um 365 Grad. Das machst du einige Male, ich sag mal 3-4 Umdrehungen. Dann nimmst du das ganze Teil wieder raus und schaust mal nach, ob alle Riefen und alle Überstände von deiner Spindel hier entfernt worden sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann das Ganze einfach nochmal wiederholen, so lange, bis es wirklich schön sauber und glatt ist da drin. Was sollte man mit seinen Werkzeugen machen, die hier quasi auch beschädigt sind? Na, die solltest du nicht mehr weiterverwenden, weil diese Riefen, die da eventuell vorhanden sind, die kannst du halt nicht entfernen, ohne die Form hier wirklich zu verändern. Also wenn du jetzt beigehst mit einer Feile oder mit Schmirgelpapier, dann wirst du sehr wahrscheinlich die Form hier verändern. Es sei denn, du hast ganz, ganz viel Übung und kannst das verhindern, aber davon würde ich dir abraten. So ein Teil kostet nicht die Welt. Der Morsekonus, eine geniale Erfindung von 1864. Wenn du jetzt überlegst oder ja, mit dem Gedanken spielst, mit dem Drechseln anzufangen, vielleicht hast du sogar angefangen, aber hast viele Schwierigkeiten und kommst einfach nicht weiter, dann gibt es die Möglichkeit, bei mir einen Drechselkurs zu buchen, beziehungsweise das ist ein Online-Kurs mit zusätzlicher 1:1 Begleitung. Also ich begleite dich tatsächlich per Video in deinen Drechselfortschritten. Dann melde dich gerne bei mir. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Da gehst du drauf und kannst dich dann bei mir melden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.